Im jetzigen Video beschäftigen wir uns mit ein paar Firmen, vor allem große, bekannte Firmen, die zu den größten Unternehmen oder größten vermögensverwaltenden Unternehmen der Welt gehören, die bereits in Bitcoin investiert sind. Und das ist natürlich nicht grundlos. Ja? Das heißt, ich möchte dir ein bisschen zeigen, wie viel Trust man mittlerweile in Bitcoin haben kann, weil wenn diese Firmen investieren, und denen gehen hunderte Millionen von Dollar oder Euros einfach flöten, wäre das natürlich für die ganzen Anleger absolut schlecht und das wäre ein Crash, der so nicht funktionieren kann. Und lasst euch eines gesagt sein, die Wirtschaft, ja, es ist wahrscheinlich die stärkste Macht auf der Welt. Das heißt, die Wirtschaft entscheidet ja darüber, was ist etwas wert und. Die sind natürlich auch dafür zuständig und wollen ihr Vermögen vermehren, warum sie dann eben auch in so Mega-Investitionen wie Bitcoin und ähnliches investieren, weil, und das darf man nicht vergessen, keine Aktie der Welt, keine Anlage der Welt bringt so viel Prozente wie ein Bitcoin oder andere Kryptowährungen. Ja, das war früher ein Traum. Wenn man sagt, man hat im Monat nicht ein paar Prozent gemacht, also 3, 4, 5, 6 Prozent war das schon okay. Heutzutage im Kryptowährungen sind wir ganz anderes Level. Was ich hier nur nebenbei dann machen muss, ich muss natürlich wieder mein Screen Monitoring, ich vergesse das jedes Mal, dass ich das nochmal starte, aber ich starte natürlich jetzt wieder hinein. Währenddessen bitte ich dich natürlich wieder einmal liken, kommentieren, pusht meinen Algorithmus, vielleicht teile das Video auch mit jemand anderem, ich wäre dir echt dankbar. Und nicht vergessen, Glocke anzustellen, ich habe immer die neuesten News aus, was Kryptowährungen angeht. Wir sind jetzt im Screen Monitoring und da sieht man zum Beispiel Top 11 Unternehmen mit Krypto-Investments. Ja. Hier sind da zwar einige digitale dabei, ja, wie MicroStrategy, Tesla ist natürlich ein Wahnsinn, das hat jeder mitbekommen, dass Tesla, man sieht es dann auch, sehr, sehr viel, also die haben 1,5 Milliarden Dollar ausgegeben, was jetzt in etwa 2 Milliarden Dollar wert ist. Ja. Was natürlich in kürzester Zeit passiert ist. Square ist ein Zahlungsunternehmen, was schon sehr lange am Markt ist, was 8000 Bitcoins besitzt. Ja. Die haben einen Wert von 382 Millionen Dollar und haben das damals für 220 Millionen gekauft. Ja. Das ist ja ein Wahnsinn. Es gibt noch ein paar andere, ja, aber wir sind hier eher bei den digitalen Unternehmen, wo ich dich jetzt gar nicht so mit hineinnehmen möchte, weil das sind halt die extra dafür gegründet oder jetzt sich darauf spezialisiert haben. Wir reden jetzt weiter von anderen. Wir reden hier jetzt zum Beispiel BlackRock. Wenn dir BlackRock nichts sagt, ganz kurz einmal, BlackRock, dass du das auch siehst, und das war für mich ein, weil BlackRock war sehr, sehr lange abgeneigt gegen Bitcoins. Ja. Larry Fink, das ist der Vorstandsvorsitzende, der hat immer gesagt, nein, wir machen nichts und Kryptos und Bitcoin absolut nicht. Und was ist dann passiert? Nur, ich möchte dir nur zeigen. Ja. Mit 9,5 Billionen US-Dollar verwaltetem Vermögen ist BlackRock der weltgrößte Vermögensverwalter. Also es gibt niemanden, der mehr Geld verwaltet als Bitcoin, als BlackRock, Entschuldigung. Und das muss dir natürlich ein Zeichen geben, dass der weltgrößte Vermögensverwalter, mehr Geld verwaltet niemand auf der Welt, auch in Bitcoins eingestiegen ist. Ja. Er hat über Fonds in Mining fast 400 Millionen Dollar investiert. Über Fonds ist er natürlich, er hat natürlich so verschiedene Pakete für Investoren zusammengeschnürt, wo halt überall Geld reinfließt. Das heißt, wenn eines ein bisschen absackt, ist das nicht das Problem, weil sie können halt, du hast halt mehrere Aktien und ähnliches drinnen, die halt einen stabilen Wert haben. Und die haben sich halt auf Mining Wert von 400 Millionen Dollar und da möchte man gar nicht wissen, wie groß diese Mining Farm ist. Das heißt, sie haben das investiert und erzeugen jetzt Bitcoins und mit diesen erzeugten Bitcoins, die sie haben, wären natürlich im Wert, wenn der Bitcoin dann mal auf 100.000, eine Million oder wenn du das Video auch immer schaust, wie weit der Bitcoin dann schon ist, geht, haben die natürlich massiv viel Möglichkeiten, dass ihr Vermögen gestärkt wird. Jetzt, also das ist wirklich ein Wahnsinn, was BlackRock hier gemacht hat. Aber wir bleiben halt noch gar nicht bei BlackRock. Wir gehen jetzt zum Beispiel 18. Oktober 2021. Erster Bitcoin-ETF ist in den USA an den Start gegangen. Ja. Der Bitcoin-ETF war am Börsengang, also wie das eben losgegangen ist, hat er einen Rekord gebrochen. ETF darfst du jetzt nicht vergessen, dass das nicht etwas ist, wo sie in Bitcoins investieren, sondern was ich weiß, sind ETFs etwas, wo auf zukünftige Preise gewettet wird. Ja. Und das ist ein ETF. Aber es ist offiziell in der New York Stock Exchange jetzt zu handeln. Ja. Also das kann man ab sofort machen, also ab den 18.
Oktober. Und man braucht kein eigenes Wallet oder ähnliches, sondern du machst das halt über diesen ETF. Und das ist wieder ein Beweis. Okay, es geht jetzt schon in Amerika öffentlich, ja, an den Börsen zum Handeln und ähnliches. Und das nächste, was halt ist, Mastercard. Ja. Mastercard will Zahlungen mit Bitcoins ermöglichen, das, was sie jetzt ganz extrem machen. Ja. Das heißt, du kannst zukünftig, können die Kunden über die Mastercard mit Bitcoins bezahlen und ähnliches. Ja. Was wieder ein Riesenschritt. Ich meine, Mastercard, ein Weltunternehmen. Ja. Es ist eben solche Dinge, ich möchte da nur zeigen, welche großen Unternehmen eben darauf aufspringen. Und weil wir hier PayPal haben, ja. Aber hier siehst du auch Kundenpartner und Kryptodienstleistungen. Ja, das heißt, du siehst ja, die Nachfrage von den Kunden ist ja schon immer größer, dass sie sagen, hey, wir würden gerne mit Kryptowährungen bezahlen können, weil wir besitzen die und wir wollen halt damit bezahlen. Weil, und das sind wir im allerersten Videokurs gegangen, also Kryptowährungen einfach erklärt, habe ich ja über die Inflation gesprochen. Niemand möchte halt, dass aus seinen 100.000 im nächsten Jahr nur 97.000 sind, ja, wenn sie auf der Bank liegen. Oder aus 100 Millionen dann einfach nur noch 97 Millionen sind. Weil zwei, drei Millionen einfach aus der Welt pushen ist natürlich nicht genial. Und auch wenn der Kryptowährungshand oder die Kryptowährungen sehr volatil sind, kannst du hier einfach viel, viel mehr Profite rausziehen und bist da stabil am Markt unterwegs. Und eben weil wir hier PayPal sind, wir sind auf der offiziellen PayPal-Seite. Ja? Du siehst ja, buy, sell and hold crypto with confidence. Das heißt, du kannst jetzt wirklich schon über PayPal die ganzen Kryptos einkaufen, verkaufen und halten. Also auch PayPal, der größte Zahlungsanbieter weltweit, ja, im digitalen Bereich, bietet das mittlerweile schon an, dass du hier so deine Kryptos halten kannst. Ist jetzt, ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon in Europa ist, aber in Amerika ist es jetzt schon seit längerer Zeit aktiv. Europa und UK und so ist jetzt schon in Planung. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt schon aktiv ist, aber das musst du dir natürlich vorstellen, jemand wie PayPal steigt darauf ein. Visa ist schon zusammen mit diversen Zahlungsdienstleistern, die eigene Kreditkarten für diese Zahlungsdienstleister für diese Börsen von Bitcoin, also Kryptobörsen, stellt sie die Karten zur Verfügung, damit du Kryptos über eine Visa bezahlen kannst. Das heißt, du haltest Kryptos, das zeige ich dir in späteren Videos, ich habe sowas auch. Und aus diesen Kryptos, du hast hier zum Beispiel Bitcoins drauf, gehst du bezahlen und dir werden einfach Euro von den Bitcoins abgezogen und das umgerechnet und zahlst mit deiner Visa. Also so einfach ist das mittlerweile heute schon. Ja? Und Kryptos in Euros umzuwandeln ist auch nur noch ein Klick mittlerweile. Also das ist wirklich schon einfach. Das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Ja, ich hoffe, das hat dir gefallen. Bitte, bitte, bitte nicht vergessen, einfach mal teilen, liken, Kommentar abgeben. Und vielleicht gibst du mir einen Kommentar und sagst mir einfach, was du davon haltest mit diesen großen Firmen und erkennst ein bisschen dieses Zukunftspotenzial. Ja. Wirklich interessant, wie viele große Firmen mittlerweile noch oder in Zukunft noch einsteigen werden, aber ich glaube, es wird eine wirklich große Menge sein, was wir sehen werden, was in Kryptos investieren und was richtig, richtig viel Geld damit machen werden. Bis zum nächsten Video.